Sportlich elegante Linie. Großzügige Fensterflächen. Niedrige Gürtellinie. Vom sportlichen Frontspoiler bis zum gelungenen Heck. Ein attraktiver Wagen, der neue Kadett. Opel Kadett, Ihr nächstes Auto. So lautet der Werbeappell in Zeitungen und Zeitschriften. Hinter ihm steckt die Überzeugung, dass der neue Kadett für jeden Käufer dieser Wagenklasse das interessanteste Angebot ist. Den Beweis wollen wir in dieser Tonbildschau antreten. Wir wollen einen Kadett nicht mit einem Wettbewerber vergleichen, sondern mit allen Wettbewerbern. Und zwar jeweils mit dem Wettbewerber, der in der Meinung der Öffentlichkeit Maßstabgeber für bestimmte Vorteile ist. So haben wir als Wettbewerber für Wirtschaftlichkeit und gute Verarbeitung den Käfer 1303 gewählt, weil er dort zweifellos eine Stärke hat. Für Raumangebot hat der Escort einen guten Namen. Ihn haben wir zum Vergleich für Raumangebot herangezogen. Der Fiat 128 ist bekannt für gute Technik und Leistung. Ihn vergleichen wir nur hinsichtlich dieser beiden Punkte mit dem neuen Kadett. Und zuletzt vergleichen wir den neuen Kadett mit seinem erfolgreichen Vorgänger. Denn schließlich werden alle Kadettbesitzer ebenfalls vergleichen, bevor sie den neuen kaufen. Jetzt werden Sie verstehen, dass es sich hier nicht um einen normalen Wettbewerbsvergleich handelt, bei dem die Pluspunkte des eigenen Modells gegen die Minuspunkte des Wettbewerbsmodells verglichen werden, sondern wir vergleichen die Plus- und Minuspunkte des eigenen neuen Modells mit den Pluspunkten der drei wichtigsten Hauptwettbewerber, mit denen diese Maßstäbe gesetzt haben. Bei jedem Wettbewerber, beziehungsweise bei jedem Modell, wollen wir untersuchen, wo ist der neue Kadett überlegen? Wo ist er ebenbürtig? Wo ist er unterlegen? Und welchen Nutzen hat dieser Vergleich für Sie als Verkäufer? Diese Daten und Argumente machen Sie nicht nur argumentensicherer gegenüber Kunden, die mit einem dieser Wettbewerbsmodelle liebäugeln, sondern die Merkmale, die wir vergleichen, Wirtschaftlichkeit, Raumangebot, Technik, Verarbeitung und Styling, sind zugleich Kaufmotive aller Käufer dieser Wagenklasse. Wobei Wirtschaftlichkeit mit Abstand an der Spitze steht. Als erstes wollen wir die Stärke des VW, Wirtschaftlichkeit, mit der Wirtschaftlichkeit des Kadett vergleichen. Was heißt eigentlich Wirtschaftlichkeit bei einem Auto? Man unterscheidet hier zwei Gruppen von Ausgaben. Laufende Ausgaben für Benzinverbrauch, Steuern, Versicherung, Ersatzteile und Service. Einmalige Ausgaben für Anschaffungspreis. Und zu den einmaligen Einnahmen gehört der Wiederverkaufswert, der die Wirtschaftlichkeit ebenfalls stark beeinflussen kann. Entscheidend für die Wirtschaftlichkeit sind immer mehr die laufenden Kosten. Fangen wir mit dem Vergleich des Benzinverbrauchs an. Der VW braucht trotz der geringeren PS-Leistung pro 100 Kilometer 9,5 Liter und darüber. Sie wissen selbst, dass dieses darüber in mehr Fällen zutrifft als die 9,5 Liter. Dabei messen wir hier den Fahrverbrauch und nicht den Verbrauch nach DIN. Der neue Kadett dagegen braucht 9 Liter pro 100 Kilometer, ebenfalls Fahrverbrauch. Also mindestens ein halber Liter pro 100 Kilometer weniger. Dieser Unterschied von einem halben Liter fällt bei jährlichen Fahrleistungen von 10.000 bis 20.000 Kilometer schon erheblich ins Gewicht. Bei diesem Vergleich der Wirtschaftlichkeit mit dem VW ist der neue Kadett im Benzinverbrauch klar überlegen. Steuern. Wie steht es damit beim Vergleich mit dem VW? Die Steuer des 1,3 Liter VW 1303 beträgt 188 Mark. Die Steuer für den Kadett 1,2 Liter 173 Mark, ein Unterschied von 15 Mark. Aber seien wir großzügig, sagen wir, in der Steuer ist der Kadett dem VW ebenbürtig. Versicherung. Maßstab der Versicherungsprämie ist die PS-Zahl. Der VW mit seinen nur 44 PS kostet 527 Mark Versicherung. Der neue Kadett mit seinen 52 PS
626 Mark. Die höhere PS-Leistung des Kadett muss mit 100 Mark im Jahr mehr an Versicherung gezahlt werden. Berücksichtigt man, dass fast die Hälfte aller Autofahrer einen Schadensfreiheitsrabatt von 50% hat, dann reduziert sich der Betrag auf 50 Mark. Trotzdem, mit diesem Punkt weist der VW infolge seiner nur 44 PS ein Plus auf. Ersatzteile. Lassen wir hier einige Zahlen sprechen. Kosten für Stoßfänger, Kotflügel, vordere Haube. Wir haben bewusst drei Ersatzteile herausgegriffen, die am häufigsten benötigt werden, zum Beispiel bei Auffahrunfällen, und die der Fahrer aus der eigenen Tasche bezahlen muss. Stoßfänger bei VW kostet 82 Mark, beim Kadett 53,50 Mark. Kotflügel beim VW kostet 65,40 Mark, beim Kadett 94,50 Mark. Vordere Haube beim VW kostet 135,50 Mark, beim Kadett 100,50 Mark. Beim Kotflügel ist VW günstiger. Bei Stoßfängern und der vorderen Haube ist der Kadett preisgünstiger. Der neue Kadett ist hinsichtlich der Ersatzteilkosten dem VW überlegen. Der Service. Das VW-Service-Netz wird immer als besondere Stärke von VW angesehen. Wie sieht der Vergleich in Zahlen aus? Das europäische VW-Service-Netz umfasst 5.400 Servicestellen. Das Euro-Opel-Service-Netz 6.500 Servicestellen. Hier können wir also eine klare Überlegenheit im Servicenetz für den neuen Kadett buchen. Nach dem Vergleich der laufenden Ausgaben nun zur einmaligen Ausgabe, dem Anschaffungspreis. Der neue Kadett kostet 7.175 Mark. Der VW 1303 6.990 Mark. Also ein Preisunterschied von 185 Mark zugunsten des VW. Dabei darf man jedoch nicht vergessen den Gegenwert. Der VW ist ein antiquiertes Modell mit einem völlig unbefriedigenden Raumangebot. Der rein rechnerische Vergleich des Anschaffungspreises bietet ein Plus von 185 Mark zugunsten des VW. Nun zum letzten Faktor der Wirtschaftlichkeit, dem Wiederverkaufswert. Zum heutigen Zeitpunkt kennen wir natürlich noch nicht die Wiederverkaufswerte des neuen Kadett, aber eines wissen wir. Der Wiederverkaufswert hängt im hohen Maße von der Popularität eines Fahrzeuges ab. Als Maßstab können wir daher die Werte des Vorgängermodells heranziehen. Vergleicht man hier die Preise zwischen Kadett und VW, dann zeigt sich klar beim Kadett die Tendenz des Wiederverkaufswertes nach oben, dagegen beim VW die Tendenz nach unten. Wir können hinsichtlich des Wiederverkaufswertes auch für den neuen Kadett ein Plus buchen. So sieht der Gesamtvergleich Wirtschaftlichkeit VW 1303 gegen den neuen Kadett aus. Der neue Kadett ist überlegen in vier Punkten: Benzinverbrauch, Ersatzteile, Servicenetz, Wiederverkaufswert. Er ist ebenbürtig in einem Punkt, Steuern. Er ist unterlegen in zwei Punkten, Versicherung aufgrund der höheren PS-Zahlen und der Differenz von 185 Mark im Kaufpreis. Zusammenfassend kann man feststellen, auch der neue Kadett ist wirtschaftlicher als der Käfer. Das bedeutet, er ist nicht nur dem Käfer überlegen, sondern auch gegenüber Kleinwagen wettbewerbsfähig. Das können Sie als Ergebnis dieses Wirtschaftlichkeitsvergleichs mit gutem Recht Ihren Kunden sagen. Wie schneidet nun der neue Kadett bei einem Vergleich der Verarbeitung der beiden Wagen ab? Für viele Käufer ist der VW immer noch Maßstab für gute Verarbeitung. Jeder kennt den alten Trick, Fenster zu und VW-Tür zuschlagen, das geht nur schwer. Doch der Grund hierfür ist nicht die gute Verarbeitung des VW. Bei den früheren VW-Modellen fehlte die Zwangsentlüftung. Drei Merkmale der Verarbeitung wollen wir vergleichen. Erstens, allgemeine Fertigungsqualität. Zweitens, handwerkliche Sorgfalt, insbesondere bei der Verarbeitung der Polster und der Türverkleidungen. Drittens, Verarbeitung der Karosserieteile, also Schutz gegen Wasser und Rost. Die allgemeine Fertigungsqualität. Jeder Opel Kadett durchläuft zahlreiche Kontrollstationen, bevor er in die Endkontrolle geht.
Dort wird jeder Wagen von ausgesuchten Spezialisten noch einmal auf Herz und Nieren geprüft, bevor er das Werk verlässt. Hier Beispiele des Ergebnisses dieser Kontrollen. Sauber verarbeitete Türscharniere mit Fangbändern. Sehr solide verarbeitete und gut eingepasste Türen. Allgemein gutes Finish, erkennbar an vielen Details, zum Beispiel den Rückleuchten, dem Passen der Motorhaube, dem exakt passenden Kofferraumdeckel. In der allgemeinen Fertigungsqualität ist der neue Kadett dem VW ebenbürtig. Wie sieht es nun mit der handwerklichen Sorgfalt aus? Sie erkennt man besonders an kleinen Details wie Nähte der Sitzbezüge, exakt verarbeitete Innentürverkleidungen, sauber eingepasste Deckenbespannung. Alles in allem, in der handwerklichen Sorgfalt ist der neue Kadett dem VW zweifellos ebenbürtig. Wie sieht es nun aus mit der sorgfältigen Verarbeitung der Karosserieteile, insbesondere dem Schutz gegen Wasser und Rost? Bei solchen Wasserdurchfahrten erkennt man die gute Abdichtung nach unten und Abdichtung der Türen. Sie trifft man in solchen Extremfällen nur auf dem Prüffeld an. Kein Tropfen Wasser kam ins Innere dieses Kadetts. Zweifellos ist in dieser Hinsicht auch der VW hervorragend. Hinsichtlich der Abdichtung nach unten und nach außen sind sich beide Wagen ebenbürtig. Nun zum Schutz gegen Rost. Hierfür gibt es auch beim neuen Kadett das Opel-Rostschutzprogramm. Am Beispiel des Kotflügels möchten wir es Ihnen noch einmal kurz vorstellen. Von zwei Seiten sind sie mit je vier Schichten gegen Rost, Steinschlag und Korrosion geschützt. Die gesamte Karosserie wird phosphatiert und bis zur Gürtellinie in